Der US-Amerikaner Wiley Post ist der erste Pilot, dem es gelingt, die ganze Welt im Alleinflug zu umrunden. Nach 7 Tagen und rund 19 Stunden landet Wiley am 22. Juli 1933 sicher in New York City. Damit das Unternehmen gelingen konnte, war sein Flugzeug erstmals in der Geschichte mit einem Autopiloten ausgestattet worden. 2011 kommt es im Feriencamp der jungen Sozialisten auf der norwegischen Insel Utøya zu einem entsetzlichen Amoklauf. Der rechtsradikale Attentäter Anders Breivik feuert mit einem Gewehr etwa 90 Minuten lang um sich und tötet 69 Menschen. Weitere 8 Personen sterben durch eine Bombenexplosion im Zentrum Oslos. Und das geschah in Österreich. Bei der 12. Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden ist Österreichs Damenelf das Team der Stunde. Nie zuvor hatte sich die 1990 gegründete Frauenmannschaft für eine Endrunde qualifizieren können. Bei der Europremiere trifft man als klarer Außenseiter in Gruppe C auf die Schweiz, Island und die starken Französinnen. Generell muss man sagen, dass das Team extrem viel Qualität hat, auch mitgebracht von den Legionärinnen, die teilweise in Deutschland gespielt haben. Es war dann auch ein extremer Teamgeist, eine extreme Homogenität im Team. Also das Team war wirklich so extrem gefestigt in sich, dass es dann einfach möglich war, dass man wirklich auch Gegner, die eigentlich in der Weltrangliste höher positioniert gewesen sind, dann einfach geschlagen hat und dann auch natürlich in einen Flow gekommen ist und das Ganze dann sich irgendwie ja, gesteigert hat, auch mit der Wahrnehmung in Österreich und mit der Begeisterung in Österreich. Es war dann wirklich einfach auch für mich, der dann vor Ort war, beeindruckend zu sehen, was einfach aus so einem Team wachsen kann und was dann möglich ist. Und ja, das ist ja dann letztendlich bis ins Halbfinale gegangen. Im ersten Gruppenspiel werden die Eidgenossinnen mit 1:0 geschlagen. Anschließend kommt es am 22. Juli 2017 zum Showdown gegen das Top-Team aus Frankreich. Gut 4.400 Fans verfolgen das Spektakel im Stadion des FC Utrecht. Frankreich ist damals auf Platz 3 der Weltrangliste, Österreich nur 24. Doch die Österreicherinnen präsentieren sich von ihrer besten Seite und zeigen, dass sich die Aufbauarbeit und das harte Training der vergangenen Jahre gelohnt hat. Gegen die defensive Ausrichtung des ÖFB-Trainers Dominik Thalhammer finden die Französinnen lange Zeit kein Mittel. In der 27. Minute sorgt die gelernte Restaurantfachfrau Lisa Markers sogar für die rot-weiß-rote Führung, als sie den Ball mit Wucht in die Maschen befördert. In der zweiten Hälfte kann Frankreich zwar noch zum 1:1 ausgleichen, doch über ein Remis kommt der Topfavorit nicht mehr hinaus. Mit dem umjubelten Sensationserfolg stellt das Team die Weichen Richtung Viertelfinale. ÖFB-Boss Leo Windner, der die Partie live mitverfolgt, ist voll des Lobes und spricht von einer unglaublichen Leistung. Die Stimmung im Team war hervorragend. Das Team, wie gesagt, hatte auch so einen super Teamgeist und die haben sich auch immer was einfallen lassen. Sie haben eine eigene Disco-Kugel mitgehabt, die dann immer, wir sind dann teilweise im Auto dem Teambus gefolgt und haben gesehen, wie im Teambus die Disco-Kugel leuchtet. Dann gab es dieses Johnny Depp-Lied, das immer gelaufen ist. Dann wurde mit den Fans von Fendrich I'm from Austria gesungen. Also sie waren extrem sympathisch, sind sie rübergekommen, hatten auch intern eine super Stimmung. Und ja, ich glaube, dass das dann auch auf die Öffentlichkeit abgefärbt hat. Die Leute haben gesehen, das ist ein Team, das wirklich aus Herz und Leidenschaft spielt, auch noch erfolgreich ist. Und das hat dann dazu geführt, dass, Public Viewing veranstaltet worden ist am Rathausplatz in Wien. Oder auch im WUK, was ich weiß, natürlich in Schanigärten, überall. Man kann das fast vergleichen mit den Herren. Im dritten und letzten Gruppenspiel gewinnt die Damenelf souverän mit 3:0 gegen Island und zieht als Gruppensieger tatsächlich in die K.O.-Phase ein. Nach einem Triumph gegen Spanien im Viertelfinale scheidet man erst im Halbfinale unglücklich gegen Dänemark aus. Einen Preis gewinnen die ÖFB-Damen dennoch. Für ihren großartigen Auftritt bei der Euro werden sie 2017 zur österreichischen Mannschaft des Jahres gewählt. Zuerst gab es einmal messbare Erfolge, wie zum Beispiel, dass sie eben Mannschaft des Jahres wurden.
dass sie in der Weltrangliste nach vorgesprungen sind, dass die öffentliche Wahrnehmung eben viel größer wurde. Das merkte man auch an den TV-Zuschauerzahlen. Leider muss man auch sagen, der Boom in der Bundesliga ist vielleicht nicht so geblieben. Da hat auch der ÖFB jetzt mittlerweile versucht, mit diversen Aktionen, mit Kampagnen das Ganze auf Vordermann zu bringen. Es gibt jetzt viel mehr Sendezeiten im ORF dazu. Die Social-Media-Kanäle wurden extrem forciert. Es gibt einen eigenen Liga-Partner, Planet Pure. Das muss man fast ein bisschen differenzieren. Das Nationalteam für sich hat noch immer ein extrem hohes Image. Die Bundesliga hinkt leider noch ein bisschen hinterher, aber es wird.